So, hier sind wir gestrandet. Ich möchte hier nochmal nach weiterem Proviant suchen. Wir haben ja gerade auch schon gesehen, wir haben eine Kiste übersehen. Wir sind ein bisschen an der Küste entlang verteilt, glaube ich. Davon gehe ich aus. Da liegt was, alles eine Muschel. Vor allem können auch manche Unterwasser sein, sodass ich die gar nicht sehe. Nun? Na nü? Da ist eine Kiste. Das ist eine lustige Insel. Das geht nicht. Die Kiste geht nicht kaputt. Okay. Was willst du machen? Es tut mir wirklich leid, ey. Ich mag Schildkröten echt gerne. Aber hey. Können nicht weglaufen und sind damit einfach zu fressen. Wunderbar. Vielleicht trinken auf dem Weg. Wundervoll. Sehr erfreulich. Allerdings, ich weiß nicht, ob hier hinten immer noch Kisten sein können. Ich möchte gerne tauchen. Warum kann ich nicht tauchen? Zusammen seicht hier. Da war ein Fisch. Habt ihr den gesehen? Sagt doch, man kann die Fische sehen. Ich habe jetzt schon die Orientierung verloren. Ich wäre so tot auf so einer Insel, ne? Ach nee, doch nicht. Manchmal muss man einfach nur Glück haben. So groß ist die Insel aber auch, glaube ich, gar nicht. Gut, Beeren finden wir nicht. Müssen wir gleich nochmal auf der Seite der Insel gucken. In der Zeit können wir mal ein bisschen angeln. Weil Fische sind sehr, sehr nahrhaft. Und nicht nur nahrhaft, nein, sie sind auch, sie bekämpfen auch den Durst. Man kann sich ausschließlich von Fischen ernähren. In Sacred 2. Oh. Angeln 6. Oh, das dauert noch. 19 Mal die Angel auswerfen und dann haben wir's. Das dauert auch noch ein bisschen. So, dadurch wird das Ganze auch leichter. Hier seht ihr 300 Gramm pro Fisch und das 250. Bei dem Fleisch war das ähnlich. 500 Gramm und... Ah ne, dabei bleibt es 500 Gramm. Aber ich glaube, bei dem Kleinen wird es weniger, oder? Weiß ich auch nicht. Ich glaube, die Pilze kann ich nicht braten. Nee. Dann halt nicht. Achso, ich könnte vielleicht die 4 Steine direkt verbauen. Ich könnte auch mir die Axt wiederholen und dann noch weiter versuchen, das Lager zu bauen. Weil um voranzukommen, muss man ja möglichst, könnt ihr auch erstmal essen. Das wäre doch jetzt erstmal ein Plan. Om nom nom. So, jetzt fälle ich hier einfach ein paar Bäume. Die Palmen sehen sowieso kacke aus. Sehen sie einfach wirklich. Ja, tun sie. Von allen Seiten ein bisschen anschlagen. Wow. Boah, der wäre fast in ihn reingefallen, ey. Nicht genug. Das wäre richtig bitter gewesen. So. Ich weiß nicht, warum ich jetzt immer erst X drücke. Das ist ja Quatsch. Ich habe nicht mehr genug Platz. Noch nicht mal dafür. Schon wieder. Dann waren die Fische zu viel. Ich weiß aber auch nicht, was ich mit Knochen soll im Moment, ehrlich gesagt. Wie viel habe ich denn? Oh. Das ist schwer. Ich
Gramm über ein Kilo auch weg. Alle wollte ich wegschmeißen. Das kann ich öffnen. Sehr gut. Dadurch wird's weniger. Juhu! Fantastisch! Dreimal Schleim, wie wundervoll. Ein Seestern, ich taufe ihn Patrick. Juhu! Was soll ich mit dem Seestern machen? Kannst du mir das erklären? Wie geil ist das denn? Man kann Seesterne werfen. Hammergeil. Das wusste ich nicht. So, ich brauche nur noch ein paar Gramm. Hier über die beiden Knochen, die sind eh scheiße. Und ich esse nochmal einen Pilz. Oh, 30 Gramm brauche ich noch. Was soll ich wegschmeißen? Das ist alles so wichtig. Das Leder lasse ich erstmal hier. Kann ich alles später holen. Was wollte ich? Ach ja, den Baumstamm. Das war's. Das wäre das Highlight gewesen, wäre ich jetzt losgegangen angeln. Die 10 Kilo wieder voll zu machen. Mit Fisch. 10 Kilogramm Fisch. So, zweimal brauchen wir noch. Und dann brauchen wir noch Steine. Machen wir erst das Holz eben fertig. Das heißt noch der und der Baum. Haha, jetzt direkt auf C. Das in die Hand nehmen. Mach ihn kaputt, Junge! Ja, was? Was? Oh, oh. Kein Platz mehr. Kaum springe ich dagegen, kippt er um. Typisch. Gegen meinen Body Slam sind halt nicht viele gewappnet. Oh, der ist stärker. Dieses Sweep-Effekt ist der Hammer. Ich habe keinen Platz mehr. Ich weiß, dass du keinen Platz mehr hast. Schmeiß den da weg. Und dann hast du Platz. Vor allem keinen Platz mehr, sagt der Typ, der 25 Kilo mit sich rumschleppt jetzt gerade. Ich glaube, das wäre auch so vor allem der Grund, warum ich verloren wäre. Weil ich eine kleine Pussy bin und niemals 25 Kilo wegschleppen könnte. Mein Rücken würde einfach durchbrechen. Gut, dann sammeln wir morgen die Steine. Dann haben wir unser Lager, dann müssen wir unser Werkzeug auch nicht so rumliegen lassen. Einmal graben können wir noch. Skill verbessert. Ausheben. Ach ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Frisches Fleisch zum Frühstück. Nom nom nom. Gut. Erledigt. Außerdem 15 Federn, dann können wir gleich nochmal Pfeiler draus machen. Achso, ja. Vielleicht sollte ich den Shit noch nicht wieder aufheben. Ich hab noch dich auf 8. Super. Weil auch damit schafft man es, glaube ich, leichter Steine abzuschlagen. Und seltener Kieselsteine halt. Ich habe nicht mehr genug Platz. Nicht genug Platz. Macht nichts. Das macht absolut nichts. Wir schlagen ein bisschen und gleich holen wir die dann hier die ab. Können wir ein cooles Lied rausmachen. Wenn das regelmäßig käme. Ich habe nicht genug Platz. Nicht genug Platz. Das kann ich nicht ertragen. Das Ganze in zehnfacher Geschwindigkeit wäre Breaker. Und ich möchte jetzt absolut nicht hören, was sagst du gegen Breaker? Hammergeile Musikrichtung, Mann. Kein Platz mehr. Ach ja, hier kann ich's ja.
kann ich nicht mehr tragen. Kein Platz mehr. Nicht genug Platz. Ich habe keinen Platz mehr. Ich habe mir viel was anderes. Ich habe nicht mehr genug Platz. Das kann ich nicht mehr tragen. Nicht genug Platz. Ich habe keinen Platz mehr. Ich habe nicht mehr genug Platz. Nicht genug Platz. Ja, ja, alles klar. Ich sollte ein Solo-Projekt starten. Ich merke das schon. Die Leute liegen mir zu Füßen. Wie diese Sense. Yay! Sense! Übers Feuer drüber springen, weil es heiß. Ich habe nicht mehr genug Platz. Ist ja gut. Ja. Müsste jetzt reichen, ne? 5? Aber 6 braucht man noch, oder? Ne, 4 nur. Haha. Adam. Tolle Wurst. Da kannst du da erstmal rein? Ich brauche mal gerade nicht. Ich brauche mir auch nicht, solange wir den anderen nicht haben. Bandage packen wir auch weg. Gefühlt, dass es qualmt. Ich dachte, jetzt ja geil, fängt es direkt an zu brennen oder was. Ah, das braucht noch ein bisschen. Ach so, das war der Vogel. Ich dachte schon, es liegt da so komisch rum. Super. Das packen wir dann auch direkt da noch rein. Wobei, nee, das benutzen wir erst noch. Weil ich weiß nämlich eine tolle Sache, die man daraus machen kann. Und auch wenn euch das jetzt ein bisschen nähert, dieses Schnurspinnen, ich kann euch dabei eine Geschichte erzählen. Es war einmal eine kleine Schnur. Die wurde gesponnen. Von einem Menschen auf einer einsamen Insel. Irgendwann hatte er 11 Schnüre und merkte, oh Mist, ich brauchte nur 10. Diese 10 Schnüre, also 11, aber er brauchte ja nur 10, verband er als dann. Wo sind die Stöcker? Die Äste. Ich hab doch Äste weggeschmissen. Ist verarschen? Ich hatte so viele Äste, die müssen hier irgendwo liegen. Stinksauer. Geschichte vorbei übrigens jetzt. Luca geht in den Rage-Mode über. Die Axt, die wusste ich, dass sie darum liegt. Der Hunger meldet sich wieder. Das ist stressig. Hier, friss einen Fisch. Nom nom nom. So. Wo sind die Stöcker? Also die Äste. Habe ich da noch nicht reingepackt? Habe ich nirgendwo im Inventar? Oh, jetzt sagt bloß die despawnen doch. Scheiße, oder habe ich die benutzt? Alle? Nein, ich habe die nicht alle benutzt. Niemals. Da habe ich 2 Äste gefunden. Einer hätte mir gereicht. Aber die braucht man ja immer und immer wieder. Es hat geklappt. Ein Netz! Ein Netz auf Platz 6. Und das Netz ist äußerst wichtig, weil wir damit jetzt ganz stumpf. Moment, stopp, wo sind wir? Hier. An das Ufer da gehen. Und warum? Weil wir da eine bestimmte Art von Tieren gesehen haben, die uns in diesem Spiel hier relativ unrealistisch relativ viel nutzen. Gut, also wir haben jetzt hier ein komisches Netz. Mit der rechten Maustaste zum Fangen. Damit können wir natürlich hier diese komischen Fliegen und sowas fangen. Aber das bringt uns nicht so viel, weil dabei sterben die. Da haben wir halt einfach nur hier mehr Insekten. Da können wir die besser schlagen, weil dann kriegen wir einen Jagenskill dafür noch mehr. Aber nein, ich dachte, die seien hier gewesen. Waren die dann doch ein bisschen weiter? Na, werden wir schon finden. Da die mysteriöse Kiste, die nicht aufgeht, und die Muschel daneben nehme ich gleich mal mit.
Nein, ich suche. Ja, wo sind sie denn jetzt? Schmetterlinge suche ich. Die waren ja noch überall. So viel zum Thema Orientierungssinn. Da bin ich jetzt schon wieder zu Hause. Über den Berg. Dann waren die da oder was? In die Richtung? Wie spät ist es? Steht das hier irgendwo? 18 Uhr, ja, dann lohnt sich das nicht mehr, jetzt loszugehen für Schmetterlinge. Dann angel ich lieber noch ein bisschen. Weil ich möchte ja den 25er Angelskill für eine Reuse. Und die Schnecke da oben nehme ich noch mit. Gut. 8. Neun. Zehn. Elf. Und da ist jetzt gut, dass wir das Lager haben, sonst könnten wir mit dem Essen gar nicht klarkommen, dass wir jetzt hier angleichen haben. 12. 13. Zählen kann ich. 14. Komm, bei 15 gehen wir heim. Weil. Na. Ich habe manchmal das Gefühl, dass man langsamer wird, wenn man müde ist. Bin mir da aber nicht so ganz sicher. Weil wir dann schlafen können und die Zehen können wir dann ja auch noch anders machen. Also erstmal schlafen. Oh, aua. Dann essen. Was ist das schon? Ein Fisch haben wir noch. Trinken haben wir jetzt hier noch. Und danach müssen wir zur Quelle. Die Fische brate ich erstmal. Weil sonst vergisst man das. Hat irgendwann Mordshunger und muss die roh essen. Das ist immer sehr traurig. Das öffnen wir gleich. Eine Perle, tolle Wurst. Können wir aber nichts mit machen. Ich glaube, das ist reif. Das heißt, wir nehmen uns unsere Sense. Ach, die haben wir da schon. Ha, ha. Gut, Luca, gut. In die Hand und stellen uns davor. Das hätten wir dann. Das dauert ein kleines bisschen, aber. Ja, sind drei. Sonst hätte ich jetzt hier halb groß, nur geerntet. Halb roh. Nur halb fertiges geerntet. Reif, 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 reif ist das Wort, das ich suchte. So. Das haben wir dann gleich. Und dann haben wir ganz, 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 ganz viel Getreide. Ich muss hier überlegen, aus jedem von dem Teil kommen drei Dinger raus. Aus den drei Dingern kann man noch jeweils. Ich glaube auch jeweils drei Körner, oder sehe ich das falsch? Da muss ich jetzt nachgucken. Ne, einer nur. Egal. Auf jeden Fall. Boah, ist das laut. Haben wir jetzt 72 Körner. Die müssen wir aber nicht alle einpflanzen. Sondern wir können auch schon die ersten paar Brote backen. Und die bringen uns wirklich massig Essen.
Also Brot und der Hunger ist weg. Machen beinahe die, also ich würde sagen 70% der Leiste wieder frei. Nein, so nicht. Nee. Okay, auf die Entfernung. So klappt das. Da ist ein kleiner Knick drin, oder? Nee. Egal. Machen wir jetzt einfach. Nein, so nicht. So klappt das nie. Ja, wenn er so viel redet und nein, die ganze Zeit meckert, so muss ich eigentlich gar nichts sagen. Nein, so nicht. So klappt das nie. Na Marsch, Alter, guck doch mal, was für eine reiche Ernte wir schon haben. So klappt das nie. Der meckert so viel rum, ne? Wenn er mich nicht hätte, den spielen würde, ne? Dann würde er da komplett... Nee. Nein, so nicht. Regungslos rumstehen und vergammeln. Jawohl, Skills verbessert. So, und jetzt gucke ich mal, wir haben einen Stein sogar dabei. 9 Mehl braucht man dafür, okay. So, dann pflanzen wir noch den einen, der übergeblieben ist, ein. Den haben wir sogar immer noch in der Hand. Toll. Nee. Skills verbessert, und zwar anpflanzen auf 50er Skills. Jetzt kann ich auch Beerenbüsche anpflanzen, wenn ich jetzt Beeren finden würde. Moment. Ach, Graben. Ich wollte anpflanzen. Kräuterhexe ist auch sehr praktisch. Ja, Weintrauben hätte ich natürlich eine von behalten sollen, mindestens. Dann könnte ich sie jetzt anpflanzen. Das war natürlich echt saudämlich. Oh. Die Früchte kann ich halt erst ab Stufe 400. Das ist natürlich ja ärgerlich, aber willst machen. Das Gute ist ja, dass wir, wenn wir dann hier aus der von der Insel runterkommen. Oh Scheiße. Das war's, ne? Ja. Wenn wir von der Insel runterkommen, die Skills hier behalten. Sag mal, ich hab die jetzt 5-mal mit dem Hammer gehauen, dem dummen Affen. Kann nicht sein Ernst sein. Stinksauer. Ja. Wir haben das Lager fertig. Was können wir noch bauen jetzt? Gebäude, 4. Baumhaus und Hütte. Hammer krass. Fahrzeuge? Ein Baum. Total unnütz. Abwehrturm. Ein Brunnen. Sehr praktisch. Ich glaube, ich lege auf jeden Fall einen Brunnen an. Der muss hier. Angelegt. Und eine Hütte. Weil ich glaube, wenn man eine Hütte hat, ich meine, dann verliert man da drin weniger. Ne, ich will aber, dass die andersrum steht. Damit die Öffnung zu mir ist. Was mache ich hier die ganze Zeit? Luca. Hütte. Weil die muss so rumstehen, oder? Das ist ja kacke. Ich habe die Baustelle angelegt. Egal. Ja, das wird natürlich ein etwas größeres Bauprojekt. Also, weil ich jetzt erstmal alles rein, was ich mit hab. Bevor ich zu viel verspreche, wie viel ist das? Ach, 6 noch. Genau. Und mit diesen 6 setze ich dann auch den letzten... Ach nee, ich habe noch Lian... Na toll, auch noch 6. Mit den letzten 6 Lianen setze ich auch den letzten Schlag für diese Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, falls ich noch den einen oder anderen motivieren kann, dieses Spiel zu spielen, weil es ist wirklich, ich finde, es ist einfach ein tolles Spiel. Und halt für umsonst, also, naja, für zwischendurch ist das ganz nett. Weiter geht's natürlich morgen mit Let's Play Freeware. Im Moment Sacred 2 und mir, dem Luca. Bis dann!